Und damit noch einmal zum Thema des Tages. Am 8. Mai 1945, also vor genau 74 Jahren, hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Der Weltkrieg und das mörderische Naziregime waren damit beendet. Ein wahrer Tag der Freude also, und so wird er auch heute wieder auf dem Heldenplatz begangen mit den Wiener Symphonikern und Conchita. Hier einige Bilder von den Proben. Deine Zauber. Es ist der abschließende Höhepunkt eines berührenden Konzertabends. Beethovens Ode an die Freude mit Conchita und dem Longfield Gospel Choir. Heute Abend soll auch das Publikum zum Mitsingen animiert werden. Schon seit Tagen wird für das Programm geprobt. Geleitet wird das Konzert zum ersten Mal von der finnischen Dirigentin Eva Ollikainen. Gewidmet ist das diesjährige Fest der Freude Europa und der Bedeutung der Menschenrechte. Es ist natürlich sehr emotional, solch ein Konzert dirigieren zu dürfen. Der 8. Mai für mich, das bedeutet zwei Sachen. Das erste, dass wir nie vergessen dürfen, was in dem Zweiten Weltkrieg passierte. Und das zweite, was wir alle heute noch besser machen können, das sind die Menschenrechte zu respektieren. Instrumentalsolist des Abends ist der finnische Geiger Pekka Kuusisto. Werke von Gustav Mahler bis Schostakowitsch stehen auf dem Programm, mit dem die Befreiung vom nationalsozialistischen Regime vor 74 Jahren gefeiert wird. In einer knappen Viertelstunde um 19.30 Uhr beginnt das Fest der Freude und von dort meldet sich jetzt unsere Wien-Heute-Reporterin Gabi Hassler. Gabi, was tut sich denn gerade dort am Heldenplatz? Wie viele Menschen sind denn schon gekommen? Ja, die Menschen strömen jetzt hier schon zu diesem Konzert. Bis vor kurzem waren auch noch Soundchecks auf der Bühne. In Kürze starten dann die Videobotschaften der Botschafter jener alliierten Mächte, die Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg vom Naziregime befreit haben. USA, Russland, Großbritannien und Frankreich. Im Laufe des Abends werden dann Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprechen und auch der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees Willy Merny und ein Holocaust-Überlebender Jahrgang 1931, Shaul Spielmann, der derzeit in Israel lebt und der 6 KZs überlebt hat. Der emotionale Höhepunkt und der musikalische Höhepunkt ist das Konzert der Wiener Symphoniker mit Conchita. Conchita, es wird heute auch viel an die Leiden im Zweiten Weltkrieg erinnert. Was ist Ihre ganz persönliche Betroffenheit? Meine ganz persönliche Betroffenheit, ich glaube, wenn wir in diesem Land, wenn man als Österreicher, hat man einen Bezug zu dieser Thematik und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht vergessen wird, was passiert ist und auch daran gedacht wird, in welchen schönen Zeiten wir leben. Wir feiern 7 Jahrzehnte Freiheit und darauf muss aufgepasst werden. Sie setzen sich ja auch sehr ein für Menschenrechte, für Europa, gerade als Siegerin des größten europäischen Gesangswettbewerbs wahrscheinlich ein besonderes Anliegen. Absolut. Also ich versuche, Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken. Ich habe das Glück, dass die Menschen, aus welchem Grund auch immer, relativ interessiert sind, was ich zu sagen habe. Und deswegen bin ich auch heute hier dabei. Sie haben unlängst gesagt, Sie stehen sehr gern im Rampenlicht, nach wie vor, Sie moderieren auch gern. In diesem Fall stehen Sie natürlich auch im Scheinwerferlicht, aber doch, Sie haben den Chor vor sich, das Orchester hinter sich. Wie geht's Ihnen so als Teamplayerin? Ich liebe es, mit den Symphonikern zu musizieren und wir haben eben auch schon geprobt und mit dem Chor zusammen. Es ist ein Gedicht, es ist wirklich ein wie soll ich sagen, für einen Künstler gibt es nichts Schöneres. Ein schöner und ein berührender Abend, der vor uns liegt und der ab 19.30 Uhr auch in ORF 3 übertragen wird. Und damit wieder zurück vom Heldenplatz zu Paul Teserek ins Wien-Heute-Studio. Danke, Gabi Hassler, für diesen Live-Bericht vom Heldenplatz. Also wie gesagt, in 10 Minuten geht es dort los und ORF 3 überträgt live. Hier bei uns geht es gleich weiter mit dem...